Na? Alter, ist der... Oh, Gottes! Fuck! Nee, bleib doch nicht so liegen, Mann. Oh, Mann. Oh. Okay, ist aber alles kaputt, Alter. Damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Snow Runner Doffer Truck Simulator. Auf dem PC Folge 799. Wir sind dabei, weit, weit weg abzuschließen heute. Das wird doch auf jeden Fall was. Wir müssen nur den Aramatsu Forester reparieren. Da haben wir nämlich leider einen kaputten Tank letztes Mal produziert, sage ich mal. Und den müssen wir jetzt erstmal reparieren, aber haben wir ja alles da. War eine super Idee, den in Sof hier zu lassen. Ich wusste irgendwie, dass ich ihn brauchen werde und jetzt hat er sich bezahlt gemacht. Wir haben hier einen Service-Anhänger dabei, damit können wir den auftanken und reparieren und dann können wir ja, mit dem Aramatsu weiter. Mit dem hier bringe ich den, ich bringe den am besten auch gleich wieder zurück. So. Ich wundere mich, warum der so lahm ist. Ich weiß ja, dass der nicht der schnellste ist, aber der so lahm ist er auch nicht. Water over road. Anstatt da einfach mal Sandsäcke hinzumachen, um das zu beseitigen, ja? Einfach so dieses Schild, ja. Die Sandsäcke sind bestimmt billiger, also ein Metallschild. Ich frage mich, was so ein ganz normales Straßenschild kostet, wenn man hier mal im Verkehr guckt, wie viele Schilder. Das ist ja auch alles Metall und so ein Scheiß. Also ein paar. Das kostet bestimmt einen Haufen Geld. So, da ist er ja schon, der Gute. Der muss jetzt hier erstmal ein bisschen verarztet werden. Wenn ich Glück habe, ist sogar noch ein bisschen was im Tank. Aber ich glaube eher nicht. Egal. Reparieren. Oh, wir haben ein Ersatzrad. Oh, wir haben ein Ersatzrad. Und ich kann damit den... Oh, ist ja voll geil. Ich kann damit das Rad reparieren. So, und er hat 300 Reparaturpunkte auf Lager. 350, das reicht ja schon. Jetzt fliegt hier irgendeine... Ah, ihr seht es da gerade. Ja, scheiß... Ich flipp hier aus, ey. Diese Motten sind wirklich... Dieses Jahr sind doch extrem viele. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ich töte hier jeden Tag irgendwie 3, 4, 5. Jetzt hat die sich an meine PS5 einfach gemütlich gemacht. Naja, solange sie mir hier nicht wieder ins Bild fliegt. Oh, das ist ja cool. Okay, den Tank reparieren wir schon mal. Und dann können wir sogar die Federung fast wieder komplett in Ordnung bringen. Das ist doch schön. Das ist gut. Das ist ja fast wieder komplett ganz. Und dann tanken wir natürlich den Aramatsu wieder voll. Und damit hat sich das Ganze auch erledigt. Sehr gut. Dann bringen wir den kurz wieder zurück. Und dann geht's weiter mit dem Aramatsu. Das wird jetzt reichen. Weiter geht's. Das ist immer noch da. Also dieses Jahr viele. Wir hatten ja Jahre, da hatten wir so mit so Wanzenkäfern zu tun. Dieses Jahr habe ich davon nur einen einzigen bisher gesehen. Der ist hier in meinem Zimmer über da oben hinten über die Decke gekrabbelt. Am nächsten Tag also, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, wo er jetzt ist. Solange er mich nicht nervt, habe ich damit kein Problem. Aber Motten dieses Jahr, Wahnsinn. Dafür waren Mücken nicht so krass. Liegt auch daran, dass ich endlich mal Mückennetze vor mein Fenster gemacht habe. Junge, es ist so ein Traum. War die geilste Idee seit langem. Kannst im Sommer im Dunkeln trotzdem dein Fenster offen lassen und es kommen, wenn überhaupt, nur ein, zwei Mücken rein. Die killst du, dann ist gut. Ich erinnere mich noch einmal, ich hatte Licht vergessen auszumachen, bin kurz ins Bad gegangen, 10 Minuten. Kam dann wieder überall an meiner Decke. Es war alles voller Mücken. Ich konnte nicht schlafen gehen. Ich habe mir eine Leiter geholt und bin eine Stunde an meiner Decke lang, um die ganzen Mücken zu killen, weil sonst, das kannst du ja vergessen, also dann, also es war wirklich, also es waren 30 oder so, die da wirklich innerhalb von 10 Minuten reingekommen sind, 30 Mücken, du konntest wirklich in die Decke, alles schwarz, nur Mücken, das war so krass, ich dachte so, ja Digga, ein Scheißdreck, kann ich jetzt schlafen gehen, wenn ich mich jetzt hier hinlege, Alter, also, da war ja voll am Arsch. Selbst eine Mücke nervt ja schon. Da stell dir mal vor, da fliegen 5 um dein Gesicht rum. Ja, schönen Dank auch. Das geht gar nicht. Boah, das war richtig scheiße. Alter. Naja.
habe ich alle gekillt. Ich glaube, eine habe ich vergessen gehabt. Die ist mir dann in der Nacht auch mal in mein Ohr geflogen. Ist dann, das ist halt das, was ich meine, selbst eine nervt. Aber dieses Jahr, ich hatte einmal hier eine Mücke drin, eine einzige habe ich gekillt, seitdem nichts. Diese Mückengitter, die sind richtig, also diese Fliegengitter, die sind so geil. Wenn ihr sowas nicht habt, besorgt euch das. Das ist einfach, das ist einfach König. So, ja, haben wir schon markiert. Na, dann geht's. Die Ladung müssen wir heute nur abgeben und dann haben wir diese Aufgabe hier erledigt. Erledigt. Hm. So. Tralala, lalala, lalala, lalala. Road closed. Nö, ich fahr hier. Weil ich das sage, werde ich hier fahren. Ja? Hm. So. Ja, der kommt natürlich nicht ganz so geil voran wie der Azov, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Das ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. Oh, ich muss mich eigentlich wieder um so viele Sachen kümmern, aber... Ah, bitte nicht wieder die Federung kaputt machen. Jetzt haben wir doch wieder ein relativ gutes Konstrukt hier. Unterm Hintern, womit wir gut fahren können. Oh... Na Freunde, heute war tatsächlich kein T-Shirt-Tag. Ich bin langärmlich drin, auch wenn es nur ein dünner Pullover ist. Aber mir wird es langsam, habe ich in der letzten Folge schon erwähnt, wird mir es einfach zu kalt. Wird mir einfach zu kalt. Das ist nicht geil. Ja, das kann ruhig wieder auf 20 Grad, aber leider sind die Tage jetzt vorbei. Die nächsten Tage wird es bis auf 12 Grad runtergehen. Das ist echt nicht geil. Das ist gar nicht geil. Irgendwie. Aber was soll's. So ist es jetzt halt. So, dann haben wir Tatsache den vorletzten Auftrag hier fast erfüllt. Dann machen wir den letzten noch durch. Können wir vielleicht nächste Folge machen. Die nächste Folge ist ja... Ja, muss ich mal schauen, ob ich heute da noch Zeit für habe. Ja, wenn ich halt das mache, dann kann ich halt wieder keine anderen Sachen machen. So ist es halt. Boah, nee, eigentlich habe ich keine Zeit. Weil... Ja, ich mache danach Schluss auch. Glaube ich, nach der Folge. Weil um 20.30 Uhr ist jetzt... Ich bin ja Formel-1-Fan und auch E-Sports ist jetzt die Saison gestartet. F1 E-Sports 22 Pro Championship. Und da ist 20.30 Uhr das Rennen. Da möchte ich natürlich sehen. Werde ich einfach nebenbei mich vielleicht mal wieder um ein Backup kümmern. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Wenn ich das mal wieder abgleiche. Und dann muss ich meinen Backup-Server langsam mal fit machen und da, dass die sich auch synchronisieren, damit ich halt alles... auch auf dem Backup-Server habe und nicht nur auf externen Festplatten und die externen Platten, die sollen dann später... Ich habe das alles schon geplant, aber das wird sich noch wahrscheinlich sogar bis auf Ende nächsten Jahres ziehen oder sogar noch mehr. Na, vielleicht nächstes Jahr. Dann wollte ich mich tatsächlich auch mal an einem separaten NAS-Gerät, also einem fertigen NAS quasi, wollte ich mir mal orientieren. Weil das wirklich dann nur für Daten sein soll. Das ist dann quasi ein sekundäres Backup, ja, dass ich alle Daten quasi dreimal habe, wie auch jetzt auch. Ich habe alle Daten dreimal. Ich habe zwei komplette Backups von meinem gesamten System, inklusive Backups von jedem PC von der Windows-Partition, bis auf einen Monat zurück. Also ich kann jeden PC, den ich hier habe, bis auf einen Monat täglich zurückspielen. Falls irgendwas mit dem System sein sollte, falls ein Update irgendwie scheiße war oder sowas. Aber jetzt ist erstmal dieser Auftrag hier erledigt. Und das wurde auch mal Zeit.
Danke, dass du es so schnell besorgt hast. Wir dachten schon, wir müssen auf Plan B oder C zurückgreifen. Was auch immer das ist. Kostet 220 Erfahrung, 14.450 Belohnung. Wir sind damit durch. Das ist toll. Das bringt uns auf 80% in Alaska. Das ist auch geil. Und wir machen... Wow. Wir machen jetzt den letzten. Standardbeladung. Da kriegen wir sogar Ölfässer. Fuck. Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, ich... Ja, warum nicht? Mach ich halt erstmal den, weil hier muss ich ja eh wieder auf Nordhafen. 624 Erfahrung, wer hat das denn eingestellt? Ich glaube, ich mache erstmal diese Aufgabe. Jetzt bin ich ja eh hier und der Zoff, den habe ich da und ja, nee, ganz ehrlich, mache ich. Scheiß, dann nehme ich mir so einen Fünfer Anhänger. Guck mal, ich kann hier in einem Stück durch. Ne, dann hole ich mir hier die Ölfässer und dann fahre ich hier diesen Windsweg, hole mir hier noch die Kacke. Ja, ob ich hier rüberfahren kann, ist so eine Geschichte. Ich hoffe jetzt einfach mal ja und dann sind wir doch schon hier. Dann kann ich hier wieder zum Anhängershop und dann gucken wir einfach mal. So, den bleibe ich dann lass auch mal hier stehen. So, ich wende erst. Tank jetzt auch nochmal voll. Erstmal. Das hat auf jeden Fall reicht. Der könnte auch mal ein bisschen Reparatur vertragen. Gar kein Problem. Nehme ich mir halt wieder so einen Service-Anhänger. Ist halt eigentlich mega OP. Eigentlich, ja, macht es keinen Sinn, ne? Du kaufst was, benutzt dann die Ressourcen und verkaufst es dann wieder. Fürs gleiche Geld. Aber was das Spiel möglich macht, nehme ich doch sehr gerne an. Und deswegen machen wir das so. Erstmal reparieren. Können wir alles in Gang bringen. Das ist doch toll. Dann. Einmal voll für den Azov. So. Und jetzt holen wir uns einen schönen Pritschenanhänger. Ne, wie heißt der? Ach, Pritschenauflieger. Sattel nieder. Oh ne, ich habe diesen scheiß Aufsatz drauf. Ich kann keinen Anhänger annehmen. Oh, doch kann ich. Aber nur so ein scheiß Anhänger. Oh. Ja, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht... Auch nicht, das geht nicht. Das geht alles nicht, ne? Boah, Mann, Alter. Na gut, ich brauche nur 3 Plätze. Das passt. Ja, da muss ich jetzt halt dieses Scheißding nehmen. Ist dann jetzt so. Oh, Mann. Naja. Holztransport halt. Oh, das habe ich ja auch noch zu tun heute. Ach, schön. Reminder sind das Beste. Reminder sind das Geilste. Dann machen wir doch jetzt spontan die Aufgabe Umzug. Wunderbar. Da hätte ich Bock drauf. Oh, ehrlich. Immer wieder lustig. Also ich verstehe es auch nicht. Das Game ist eigentlich so monoton, ja. Und ich habe nach mittlerweile fast 800 Folgen immer noch Spaß dran. Das ist unfassbar. Weil es halt einfach daran liegt, du musst dir nicht großartig anstrengen, du musst dich nicht großartig konzentrieren. Du machst halt einfach dein Ding. Du fährst hier einfach lang. Hast deinen Spaß, kannst nebenbei, dadurch, dass ich hier streame und aufnehme, kannst du nebenbei über Sachen quatschen und reden, über die du Bock hast. Ich glaube, das ist das, was das Game halt so... Na, du kannst es halt einfach nebenbei machen. Du sitzt hier einfach so, du laberst und dann, ja, nebenbei erledigst du noch die Aufgaben. Auch wenn das eine ganze Weile dauert, aber ist okay, ne? Ich habe damals gesagt, wir ziehen das durch und ich habe immer noch den Bock... Und natürlich ist auch irgendwo so ein bisschen Ehrgeiz da, das jetzt auch durchzuziehen, wenn dann am Ende wirklich bei Gesamt die 100% steht, da haben wir es echt geschafft, ey. Auch wenn wir dann am Ende vielleicht 1600, 1700 Folgen auf dem Konto haben. Das ist mal eine Leistung, würde ich sagen. Ob wir das überhaupt schaffen, na, schauen wir mal, ne? So, ich fahre außen rum, wa? Genau. Ja, die Aufgabe machen wir doch, die Folge aber noch mit links, Mensch. Die machen wir doch nochmal... Mit links, würde ich sagen. Okay. Und hier steht sogar auch noch so ein Teil, was ich verkaufen könnte für ein paar Tausender. Ist halt auch die Frage. Ja, scheiße, ich habe auch nicht den Kran da. Könnte natürlich auch ein Problem sein jetzt. Das kann natürlich jetzt sein, dass ich den so nicht aufladen kann, dann.
Warum geht denn nicht der Kran gleichzeitig mit diesem Holzaufsatz? Das wäre jetzt echt scheiße. Oh nee, ich glaube, den kann ich da nicht aufladen, oder? Ja, zur Not bringen wir jetzt erstmal die Holzplanken dahin, aber das bringt eigentlich eh nichts. Dann muss ich halt jetzt einen Truck holen, der einen Kran hat, oder was? Ich habe jetzt keinen Bock, den zurückzusetzen, um jetzt nur einen scheiß Kran aufzuladen. Und der Aramatsu hat zwar einen Kran, aber der ist nicht dafür geeignet. Ja, der ist nicht dafür geeignet, solche Ölfässer zum Beispiel anzuheben. So optimal das Ganze, ne? Eigentlich ungewöhnlich, dass ich den Soff ohne Kran fahre, aber... naja. Kann ich hier rüber... Ah, lassen wir es vielleicht mal bleiben. Der Schnee sieht mir ein bisschen tief aus. Brauchen wir am Ende länger. Gut, nee, aber das ist eine Ladezone. Dann geht's. Wenn es eine Ladezone ist, dann klappt das. Wenn wir ein Ölfass aufladen. Service. Ja, ist auch eine Ölstation. Macht Sinn, dass hier Öl ist. Eine Bohrinsel. Ja, keine Insel. Sondern... naja, wisst ihr, was ich meine. So. Oh nee, ja, steht doch da. Scheiße. Kann ich nicht aufladen. Aber warum denn? Und hier ist sogar noch eine... ach, das ist ja sogar die Aufgabe. Das ist ja interessant. Ah, kacke, Alter. Ich kann die ja nicht... oh, nö. Ja, das ist jetzt nicht so geil, sag ich dir ehrlich. Ja, okay. Dann hat sich das eh wieder erledigt hier. Scheiße. Ich habe keinen Kran. Das ist ärgerlich. Ja, mit dem Holzkran brauche ich es gar nicht probieren. Ja, muss ich erstmal stehen lassen. Bringt ja gar nichts hier. Das bringt gar nichts. Was ist nicht hier eigentlich? Ist auch irgendwas, da waren wir noch gar nicht. Oder scheinbar gar nicht hin zu müssen. Ja, was meinen jetzt? Scheiße, Alter. Pedro Bay ist so weit weg. So ein Mist hier. Das ist so Mist. Hm. Ja, bringt ja nichts. Ich brauche jetzt irgendein... habe ich noch irgendwas in Nordhafen? Ich habe den Tiger da. Oh, der steht sogar direkt bei Bergfluss. Bei White Valley. Oh, das ist ja super. Ja. Na, dann bin ich relativ flott da. Der hat auch einen Kran. Ah, wunderbar. Nach White Valley. Wo steht der denn nicht hier? Alleine. Soll mir recht sein. Dann kann ich sogar es noch schaffen, die Folge dahin zu kommen. Dann machen wir die Aufgabe halt als nächste Folge. Machen wir es zur Folge 800. Machen dann noch den großen Auftrag. Dann, denke ich mal, sollte das ja irgendwie passen. Ich müsste den eigentlich auch erstmal wieder fahren. Der ist auch irgendwie... geil. Auch lange nicht mehr gefahren hier, den Truck. Haben jetzt lange den Azov benutzt. Und dementsprechend, ja, egal. So, ab nach Pedro Bay. Den rechten Weg, glaube ich, und machen wir Abstecher bei der Abstecher bei der Tankstelle. So. Ist es das? Nee, warte mal. White Valley ist doch, ist nicht richtig. Scheiße. Bergfluss war richtig, aber okay, gut. Ich. Egal. Egal, ich kann ja. Das ist ja. Oh ne, nicht dagegen. Ach, egal. Wir haben auch halt so einen kleinen Rumstecher hier. Wäre ich aber bei dem anderen Portal rausgekommen? Eigentlich nicht, oder? Ne, ich wäre ja doch. Ich wäre woanders rausgekommen. Ist eigentlich viel geiler hier. Bergfluss ist jetzt die richtige, oder? Genau, da geht's rechts runter. Genau, ja, das ist die. Ja, ja, so. Oh, war auf allen vier Maps. Passt doch. Wow, hier sind... so, Siegel, er hat die Aufgabe aktiviert. Deswegen. Jo, da müssen wir mal Gas geben. Ich will das heute noch zumindest geschafft haben mit dem... na? Alter, ist der... oh, Gottes! Fuck! Nee, bleib
doch nicht so liegen, Mann. Oh, Mann. Oh. Okay, ist aber alles kaputt, Alter. Ach, es klappt doch gar nichts hier. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Hat die eine Tank? Nee, das hat keine Werkstatt, die scheiß Map. Na. Ich komme in die White Valley Werkstatt. Ach, Mann, ey. Aber es sah spektakulär aus, muss man ja wenigstens sagen. Jetzt bin ich... Oh, nee, jetzt bin ich... Oh. Jetzt bin ich hier am Arsch der Welt, Alter. Das kann nicht sein. Na gut. Dann machen wir doch an dieser Stelle... Was denn da gerade passiert? Moin erstmal. Jetzt kriegen wir Nachrichten im Livestream-Chat. Tja. Ja, es, ich sag mal, es sah spektakulär aus, aber irgendwie war das nicht so ganz geplant. Sag ich mal. Ja, naja. Für die Aufnahme machen wir erstmal Schluss, Freunde. Nächste Folge ist dann die große XXL-Folge, Folge 800. Und dann machen wir diese Aufgabe zu Ende, machen den großen Auftrag. Gucken wir mal, wie lange wir da machen, nächste Folge. Und dann schauen wir mal. Danke trotzdem fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.